Meister. Erim, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Herr. Werden wir die Welt beherrschen? Welch Frage, wir sind die Herrscher. Doch warum fragst du, Herr? Die Zeit der Entscheidung naht. Du meinst, das Lufia-Schwert erklingt? Wirst du gehen? Jawohl, Herr. Und damit herzlich willkommen zu Lufia, einem weiteren coolen RPG auf der Super Nintendo. Das ist richtig gut und wir starten jetzt einfach mal. So, ich lass mal die Charaktere so, wie sie heißen, weil sonst wird das alles wieder ein bisschen komisch. Und da sind wir auch schon, das ist unser Held. Tia, bist du hier? Sei gegrüßt, Maxim. Wie war die Jagd? Ganz gut, ich habe 6 Blobs erledigt. Mal sehen, das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia, es sind 6 Blobs. Das macht genau 180 Goldmünzen. Du hast recht, Maxim. Doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Das stimmt, es werden von Tag zu Tag mehr. Ich frage mich, woran es liegt. Es ist beängstigend. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, denn schließlich bin ich ein Dämonenjäger. Maxim, du hast eigentlich jemals... Hast du jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja, wäre es mit Ladenbesitzer zum Beispiel. Ich und Ladenbesitzer den ganzen Tag im Laden rumstehen? Niemals. Er begreift nicht, worauf ich hinaus will. Hast du etwas gesagt hier? Vergiss es, hier sind deine Goldmünzen. Wow, und da sind wir. Wir können jetzt endlich hier uns bewegen. Ich glaube, ich werde das digitale Steuerkreuz benutzen. Das ist super schlecht mit diesem Analog-Stick, weil ich habe ja so einen PlayStation-Controller. Wir können ja nochmal mit der quatschen. Kann ich auch hier sitzen und mit der reden? Ja. Maxim, bitte pass auf dich auf. Kann ich dir irgendwie helfen? Okay, hier können wir uns gleich wohl aufbessern oder irgendwas einkaufen. Aber ich denke mal, wir haben so gut wie gar nichts... Was wir da schon kaufen können. Warte mal, Kraftwasser. Da können wir leider nicht gucken, wie viel wir schon haben. Waffen. Bratpfanne. Nein, wir nehmen keine Bratpfanne. Messer, Degen. Oh, der Degen. Der würde sogar unseren Angriff verstärken. +2. So, mal gucken. Ich guck mal, da oben links sieht man ja unter dem Shop-Schild und unter dem Character diese Zahlen. Egal, das brauchen wir für den Anfang jetzt noch nicht. Wir gehen einfach mal raus und quatschen mit den Leuten. Also wie gesagt, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Warum kommt hier eigentlich mit jedem klar, nur mit dir nicht? Also ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es einmal angespielt. Es hat mir echt gut gefallen. Und aber wie das auch wieder aussieht, das erinnert mich einfach so sehr an Chrono Trigger. Das Spiel war einfach genial. Ich konnte dir bis hierher schreien hören. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Hey, wir haben gar nichts gemacht. Hey, hier ist ein alter Mann. Maxim, bald schon werde ich dir die Mysterien der Höhlen offenbaren. Also die möchte ich ganz... Eigentlich möchte ich die jetzt sehen. Ich werde ein Abenteuer erleben. Bis nochmal, Laden. Maxim, du hast so viel für uns getan. Du kannst wann immer du willst hier übernachten. Willst du? Nö, wir sind da jetzt nicht pennen. Das können wir mal anders mal machen, wenn wir erstmal gekämpft haben. Na, geh da raus. Ah, so eine kleine Tür. Ich guck mal. Ja, genau, hier ist unser Inventory. Wir haben eine Tasche. Wir haben 10-mal Kraftwasser, oder?
Ja, ein Pfeil. Sortieren. Eigentlich wie bei Chrono Trigger. Hier ist auch unser Status. Ja. Okay. Wir haben ein Obstmesser. Oh, der Ding. Den würde ich schon gern haben, aber egal. Den brauchen wir jetzt nicht. Hey, Maxim, was macht die Dämonenjagd? Okay, schade, dass wir den nicht zurückantworten können, weil Chrono, also der Charakter aus Chrono Trigger, den Haupthelden, der kann ja nicht mit den Leuten direkt interagieren. Der kann ja sie nur ansprechen. Aber unser Held hier, der kann ja selber reden. Das finde ich ganz cool. Die Stadt scheint so friedlich. Da war so ein Zauberstab auf dem Bild und es sieht mir nach Zauberlern aus. Ich grüße dich. Welchen Zauber möchtest du erwerben? Zauber erwerben. Oh, geil. Kann ich das schon machen? Nee, ich habe leider nicht genug Geld. Echt schade. Ich würde gerne so einen Zauber haben, hey. Sowas hier, ist das irgendwie ein Schloss oder so? Nee, das ist eine Kirche, hallo? Hallero und hallo, was kann ich für dich tun? Okay, so eine Begrüßung habe ich auch noch nicht. Ah, hier können wir speichern. Ja, speichern wir doch einfach mal. Okay, hier können wir uns beleben. Okay. Hoffentlich brauchen wir das nicht. Heilen können wir uns auch. So, hallo, wer bist du denn? Ich habe Könige sterben und Dämonen weinen gesehen. Ich bin allwissend. Über welches Thema soll ich dich unterrichten? Das kriegen wir schon raus. Das ist ja nicht unser erstes RPG in diesem Sinne. So, hallo, kann ich hier irgendwo was machen oder so? Meine Enkelin Nettie ist nach Tarika gereist, um köstlichen Tee zu kaufen. Ich freue mich schon sehr. Hier gibt's auch nichts. Vielleicht ganz hier hinten, hallo? Ich habe in den letzten Tagen grausame Visionen gehabt. Ich hoffe, sie werden nicht eintreffen. Mal gucken, ob wir vielleicht mal aus dem Dorf rauslaufen können. Sei gegrüßt, Maxim. Nun ist die Zeit gekommen, da dir die Mysterien der Höhlen offenbart werden. Ich erwarte dich in der Höhle im Süden. Okay, dann gehen wir einfach mal los. Endlich die Oberwelt. Aber ich glaube, wir können hier noch gegen keine Monster kämpfen. Kann es sein? Ups, jetzt bin ich aus Versehen rausgelaufen. Ich glaube, hier können wir gegen Monster kämpfen. Hallo? Ja, endlich. Greifen wir den einfach mal an. Da haben wir Echse. Okay, ich muss das Kampfsystem noch mal ein bisschen verinnerlichen. Hab schon ein bisschen Schaden genommen, das macht aber nichts. Was ist das hier? Das ist wohl Fliehen oder so. Okay, Zauber. Haben wir da schon irgendwas? Wir haben keinen Zauber. Wir können uns verteidigen. Okay, dann machen wir... Wir kriegen nur 2 Schaden. Aber wir können, glaube ich, einfach angreifen. Der scheint nicht so stark zu sein. Das Spiel gefällt mir... Das gefällt mir schon jetzt sehr gut. Höhle der Geheimnisse. So, hallo. Das hat aber gedauert. In dieser Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Zunächst musst du dich mit dem Bewegungsmuster der Monster vertraut machen. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Also nur keine Panik, wenn sie sehr nah bei dir sind. Na, da kommt ja ganz zufällig ein Blob vorbei. Zeig mir, was du kannst. Okay. Greif mir den einfach mal an. Die sind ganz einfach. Das ist unsere Maxim. Blobs haut er weg wie nix. Aber immer schön auf der Hut sein. Manche Monster sind flotte Flitzer. Lass dich nie von ihnen einkreisen. Sie können sehr unangenehm werden. Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken und dann handeln. So wie auch im echten Leben, ne? Auf geht's in den nächsten Raum. Okay, Mann, das ist schon so cool gemacht alles. In diesem Raum probieren wir das Ringmenü aus. Okay, was ist denn das Ringmenü? Es erscheint, wenn du Select drückst. Wähle dann mit dem Steuerkreuz aus. Bis jetzt besitzt du nur einen Pfeil und das wird sich bald ändern. Hihihi. Wenn du mit dem Y-Knopf einen Pfeil auf einen Gegner schießt, erstarrt er vorübergehend. Wie sagt man doch, Monster, die starr sind, beißen nicht oder so. Erstarrte Gegner kannst du berühren, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Die Gegenstände aus dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Zahl zur Verfügung. Mit dem Select und dem Y-Knopf kannst du das Ringmenü im Griff. Du wirst es gut gebrauchen können. Es liegt jetzt an dir,
ob du den Blob bekämpfst oder ihn nur ein wenig erstarren lässt. Okay. Erstmal Select. Wir haben den Pfeil ausgewählt. Und jetzt kann ich da... Genau. Hallo? Genau, es kommt nicht so in den Kampf, aber ich will schon kämpfen. Wir wollen ja die Erfahrungspunkte haben. Yeah, Levelaufstieg. Das ist cool. Ich denke mal, wir müssen einfach weitergehen. Tja. Sieht nicht gut aus mit der Brücke. Doch wenn du den Schalter berührst, ist sie wieder intakt. Leider ist der Schalter da drüben. Pech gehabt. Hiermit ist dieses nette Spiel leider beendet. Nein! War doch nur ein kleiner Scherz. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, den Schalter umzulegen. Probiere doch einfach mal einen deiner Pfeile aus, okay? Yeah, ich bin gut. Können wir jetzt hier weiter? Ja, können wir tatsächlich. Okay, Mann, das ist ja ein richtiges Labyrinth jetzt am Anfang. Die Tür scheint mir verschlossen zu sein. Kannst du sie öffnen? Oben links ist ein kleines Schalterchen zu sehen. Stell dich einfach drauf. Ja, ich denke mal, dass wir diese komische Statue dahin schieben müssen. Ups. Das wollte ich nicht. Ah, die Steuerungen sind noch ein bisschen empfindlich. Maxim, du bist ein Talent. Einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Ich habe dir noch nicht den Zauber gegeben, den du unbedingt brauchst. Es ist der Ursprungszauber. Wenn du ihn in einen Raum... die Säulen lustig hin und her schiebst, musst du an eines denken. Säulen kann man nur schieben, nicht ziehen. Wenn du sie an eine Wand schiebst, hat der Spaß ein Ende. Doch der Ursprungszauber hilft dir aus der Patsche. Er stellt den alten Zustand des Raumes wieder her, sogar die Monster rücken wieder an ihre vorige Position. Da dieser Zauber keine MP verbraucht, kannst du ihn guten Wissens oft anwenden. Mit diesem Zauber kann dir kaum noch etwas passieren. Erhält den Ursprungszauber! Yay! Ihr seht es zwar gerade nicht, aber ich habe gerade einen Drehsprung gemacht. Du findest diese Aktion auch auf dem Ringmenü. Drücke Select und das Steuerkreuz hoch runter. Alles klärchen. Wenn du diese Pfeile auf dem Boden siehst, kannst du nach unten springen. Komm, trau dich! Okay. Yay! Aber ein langes Tutorial. Ja, das ist ein Gegner. Die nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Wenn du keine Hinweise oder ähnliche findest, ist das Besiegen aller Monster immer ein Weg. Okay, na dann komm mal her. Ja, er hat mich angegriffen. Ich konnte noch gar nichts machen. Na, wir erhalten noch Items dazu, das ist sehr gut. Na komm her, du kleiner Blob. Ja, es sind sogar zwei. Also man kann von außen nicht sehen, wie viele Gegner es sind. Aber auch hier finde ich das sehr geil, dass man die Gegner überhaupt sieht und nicht random Encounters. Wie bei Final Fantasy und so. Mit dem B-Kopf schwingst du dein Schwert. Es ist gerade dazu geschaffen, Gras zu mähen. Oft sind unter dem Gras Schalter versteckt. Versuche dein Glück. Okay. Wo kann der Schalter nur sein? Etwa hier? Tada! Ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Können wir da irgendwie auch Gegner finden oder so? Okay, da ist eine Vase. Gefäße nimmt und stellt man mit dem A-Knopf ab. Mit dem R-Knopf kannst du dich in alle Richtungen drehen, ohne dich auch nur einen Schritt zu bewegen. Okay, das muss ich mir merken. Das ist ganz nützlich, wenn es besonders eng wird. Also immer an den R-Knopf denken. Was wird wohl passieren, wenn du das Gefäß auf die Platte stellst? Sei nicht so schüchtern. Auf die Platte? Meint er das hier? Aber das sind doch zwei Platten. Ah, nee. Hallo? Vielleicht meinte er die Platte. Genau. Alles klärchen, jetzt haben wir die zwei Vasen. Ah, ich finde es schon wieder geil, dass man hier so rumrätseln kann. Ich liebe so etwas. An so RPGs. Jetzt muss nur noch die Story stimmen und ich bin voll dabei. Nun, das war meine kleine Übungslektion, doch du wirst noch viel lernen müssen, Minion.
Okay, das habe ich jetzt dazu gedichtet, aber ihr wisst ja, dass ich manchmal die Texte etwas umformuliere, damit sie etwas knackiger klingen. Streng dein Köpfchen an. In diesen Höhlen, Türmen, Labyrinthen wirst du viele Rätsel lesen müssen. Es wird sicher nicht ganz einfach, aber du hast das Zeug, es zu packen. Alles klar, das nenne ich mal einen richtig coolen Tutorial. Also, wir haben jetzt wenig KP. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal gleich pennen. Also hier können wir ja immer mal kratzen. Ja, ich übernachte mal. So, jetzt wo wir geheilt sind, sollten wir uns in die Story stürzen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich da anfangen sollte. Letzte Nacht sah ich einen roten Lichtball in die nördliche See stürzen, was das wohl bedeuten mag? Ich weiß nicht, was er meint. Ihr erzählt auch wieder dasselbe. Gehen wir mal nach Hause zurück. Maxim, ich bin gerade dabei, zu Abend zu essen. Leistest du mir Gesellschaft? Liebend gerne. Ich habe etwas ganz Besonderes zubereitet. Warte eine Sekunde, ich bin gleich zurück. Mal sehen, was sie uns kocht. Hoffentlich schmeckt es auch. Boah, was ist das? Hallo. Die Übersetzung ist ein bisschen komisch, aber das macht ja nichts. Das ist eine Fischpastete, zubereitet aus dem Reiheraal. So, aus dem Reiheraal bezeichnet man ihn nicht gemeinerhin auch als Stinkefisch. Schon, aber von so etwas lässt sich ein Gourmet nicht abschrecken. Er soll vorzüglich munden. Ich bete, dass du recht hast. Und, wie ist er? Nun, was soll ich sagen? Tja, warum probierst du ihn nicht selbst? Das werde ich, so. Nun, das schmeckt ekelhaft. Ich glaube, ich muss... Bitte nicht hier, Tia. Beruhige dich. Das hat sicher nichts mit deinen Kochkünsten zu tun. Warum musste ich auch einen Stinkefisch kaufen? Mach dir doch nichts draus. Wir können uns noch eine Pizza bestellen. In einem Mittelalter-RPG eine Pizza bestellen. Okay, alles klar. Dabei wollte ich dich mit einem leckeren Essen verwöhnen. Vielleicht schmeckt er ja besser, wenn wir Pfeffer, Tabasco und Paprika dazugeben. Tatsächlich, jetzt schmeckt er richtig würzig. Man kann ihn nun essen, ohne von Übelkeit befallen zu werden. Großartig, oder? Ja, du hast recht. Ich glaube, ich werde nun öfters mal einen Stinkefisch machen. Wehe, wenn, aber ein lustiger Abend war es trotzdem. Das fand ich auch. So, ich bin satt. Ich mache uns etwas Tee. Bitteschön! Danke, Tia. Maxim, sag mal. Ja? Bist du des Dämonensjagen nicht langsam müde? Warum stellst du mir diese Frage? Du bist der einzigste Dämonenjäger, den ich kenne. Ich frage mich nur, warum tust du es? Ich kämpfe schon so lange ich denken kann. Ich habe mich noch nie gefragt, warum. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich getroffen. Was? Ist es schon so spät? Ich muss jetzt aber los. Danke für das Essen. Ich schaue mal wieder vorbei. Willst du dann nicht ein wenig bleiben? Der Abend ist doch noch jung und so wie wir. Ich muss noch viel erledigen. Mach's gut hier. Okay, da sind wir. Ich glaube, unser Maxim ist noch nicht bereit, in eine so große Beziehung einzusteigen. Schlechte Nachrichten. Welche? In der Höhle auf dem Weg nach Tarkia wurde eine ganze Dämonenhorde gesichtet. Ist das wahr? Das ist schrecklich. Nitti, werden diese Kreaturen auch in unsere Stadt kommen? Nun, ich will es nicht hoffen. Unglücklicherweise ist das nicht das einzigste Problem, das wir haben. Was meinst du damit? Die Dämonen haben die Tür von der Höhle verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir nun nicht nach Tarika. Das ist schlecht. Hat irgendjemand einen Vorschlag, was wir machen sollen? Nein, ich nicht. Haha, wir gehen natürlich und töten diese Monster. Um Himmels Willen, was geht hier vor, Maxim? Du musst doch darüber etwas wissen, oder?
Du scheinst der Einzige hier zu sein, der uns vor diesen Kreaturen schützen kann. Oh ja, das werde ich auch. Diese Kreaturen in der Höhle sind nicht sehr stark. Das eigentliche Problem ist, dass die Tür blockiert wird. Maxim, nur du kannst den Schlüssel aus den Klauen der Bestien befreien. Tu es für uns. Alles klar, das machen wir jetzt. Wir begeben uns jetzt auf unser erstes Abenteuer. Ich glaube, diese Höhle soll irgendwo hier sein. Ja, da oben. Aber wir müssen noch ein paar Gegner bekämpfen. Ja, das Spiel ist so cool. Ich mag auch dieses ganze Kampfsystem und so. Echt gut gemacht. Rätsel und Kämpfen. Ich habe schon viel Bock auf das Spiel.